45 cm großer Dainichi M-Sanke. Schöne Größe, schönes Volumen, breiter Fisch, allerdings mit einigen Auflösungserscheinungen hier im Rot. Die Schuppen stehen einzeln vorne auf der Schädelplatte, findet schon so eine gewisse Auflösung statt. Also kein Fisch, wo ich glaube, dass es in Zukunft noch ein hervorragender Sanke werden wird, sondern ich denke eher, aus dem Fisch kann man einen hervorragenden Becko machen. Der wird das Rot relativ kurzfristig verlieren. Dann haben wir einen Fisch mit einem super Volumen, super Größe, einer Schwarzaufteilung. Das Schwarz geht jetzt zur Zeit zurück. Typisches Atmen vom Sanke-Schwarz. Wird dann als dreijähriger Fisch wird Schwarz zurückkommen. Und wenn man dann eben die Größe und das Volumen hat, dann wird es ein super Becko. Untergebracht bis zum Versand GT4.